Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Mitteilung des Systems für euch, die dummen Zuschauer da draußen, von euren Systemmedien hier dabei aus Sachsen, der Randy, und Wahnsinn. Aus Österreich, der Werner, damit wir auch noch so tun, als wären wir zumindest ein bisschen international. Hallo. Ja, ich bin live zugeschaltet. Hallo. Live zugeschaltet. Wir schalten nach Wien. Was war das noch? Aktenzeichen XY. Oh, ja, so irgendwas. Mit Eduard Zimmer und... Ey, wie schön. Lebt er noch? Ja, ne? Ist der nicht schon gestorben? Ich weiß nicht. René, hast du den Schwader? Ich hab den Schwader, ja. Okay. Augen sehen. Wollen wir Ballen pressen oder sammeln oder was wollen wir machen? Das ist mir relativ, ob wir pressen oder sammeln. Ich mach nur schon alles ready. Wir pressen die mal, dann können wir die nämlich dann wieder ins Bio-Ding schmeißen. Bombwasser. Ja. Das ist ja nicht einfacher, die zu sammeln. Bio-Ding, hab ich auch gesagt. Ja, du kannst auch sammeln und runterfahren, ist auch kein Ding. Sammeln mit Ladewagen? Ja, ja. Das wäre einfacher. Ja, da ist er. Also einfacher hat man früher, also hat man damals auch schon gearbeitet, ne? So ist nicht. Du meinst mit nur einem Arbeitsschritt statt zwei. Hm. Okay. Ja, wer sich gerade über das Intro gewundert hat, wir werden ja staatlich finanziert, damit wir nur das sagen, was die Parteien in Österreich und Deutschland wollen. Und an seinen Meinungen dürfen wir nichts sagen, sonst werden wir gesperrt. Das ist nur nochmal ein Hinweis auf die letzte Folge, wer die vielleicht verpasst hat. So, aber wir haben bestimmt noch schöne Themen statt so ein BS. Randy, was sagt dein Notizblock? Och, nö. Sieht eher miau mau aus, muss ich ehrlich gestehen. Also, YouTube-technisch fällt mir gar nichts ein, aber weil sie hatten ja in der ersten Folge einen Herrn Newstime angesprochen. Der Herr Newstime hat jetzt ein eigenes Online-Magazin. Nennt sich TT News, Rechtsstreit Incoming. Ja, Tube. Moment, muss ich kurz nachschauen. Für die Zuschauer an den Volksapparaten. Eine eigene News-Web. Volksempfänger. Ja. Newstime. Der Herr Newstime geht in den Magazin, wird online, wird Chefredakteur bei der Tube Time Magazine. Ich kenne nur Geschäftsführer der TGTV Group. Ist das sowas ähnliches? Entschuldigung, ich muss mich einfach nochmal einbringen. Ja. Wir haben ganz viele Brands und Branches und es gibt sogar einen CEO, habe ich. Ja, komm, ist jetzt gut. Gibt's die überhaupt noch? Nee, ne? Wen denn? Machen die jetzt Hochzeitsfotos? Das ist der CEO der TGTV Group. Ach so, jetzt war habe ich geschaltet. Ja. TGTV nicht mehr gesehen. TGN ist auch schon seit Broadband, die geschluckt hat oder wieder zurückgeführt hat. Nein. Hä? Du bist ja hier am neuesten Stand. Nee, weil nie. Ich bin immer. Nee. Du hast einen aufstrebenden Medienmogul schon wieder vergessen, der. Absolut. Scheinbar. Muss so irrelevant sein, dass ich vergessen. Im Greenscreen zu streamen. Hi, ihr habt ja auch gehört. Ach, die Typen. Warte, aber lange gedauert jetzt, ne? Es ist so immer so, weißt du, so Leichen ausbuddeln ist euer Hobby, oder? Oh, apropos Leichen ausbuddeln, ne? Oh, jetzt. Ich habe jetzt jemanden gesehen. Passend zum LS19 hat er vor ein paar Tagen wieder LS17 gestreamt. Wie hieß der? Ich weiß nicht, ob ich den Namen jetzt sagen soll. Aber das fängt ist. Mit Z an? Nee, er fängt mit G an. Mit G? G, in der Mitte ist eine Zeit und am hinten steht TV. Er fängt mit G an. Ja. In der Mitte ist eine Zeit. In der Mitte ist das englische Wort für Zeit. Und dann. Dann. TV. Ja. GTV? Ja, wie heißt G-Time? Cheat irgendwas? G-Time. Ja, der Typ ist ja. Ja, T-Time, Boys. Ja, der Typ. Weißt du, da war irgend so ein Stream und da war im Titel Road to LS19. Ja, moin. Ja. Und da haben wir gedacht, Alter, wo habe ich dich zuletzt gesehen? Ach jo, da wo das LS17 so, erschienen also, ist, genau. Die Ansage habe ich verstanden, es wird bei mir wieder Livestreams geben. Das kann ja nicht sein, dass wir solchen Leuten das Feld überlassen. Das gibt's nicht. Ja, also das haben wir auch gedacht. Nee. Alter, weiter. Also, liebe Zuschauer da draußen, ihr habt das Werner zu verdanken, der das hier eingebracht hat. Der erste Livestream, der irgendwann mal wieder kommt, irgendwann nächstes Jahr oder so. der geht dann auf Werner.
Ja, habe ich kein Problem mit. Aber sowas kann ich nicht. Die Spenden gehen an die Feuerwehr. Ja, nein. Wenn dann alles gleich. So. Was ist denn nicht mit der Puppenaktion geworden? Ja, die kaufen das Ding, aber die Pets, da reicht es nicht für. Das heißt, wir, sag jetzt einfach mal wir, brauchen noch 900 Euro. Und da müssen wir mal gucken, so Sponsoren, streamtechnisch, wie wir das hinkriegen. Und dann würde ich sagen, wäre das ein schöner Abschluss der Aktion. Mal gucken. Hast du da schon was eingefädelt? Nein. Okay. Aber... ja, mal schauen. Schauen wir mal, da sehen wir schon. So, schauen wir mal, sehen wir. Naja, auf jeden Fall. Ha. Der hat ein Dings gemacht, der Cheetah. Ach, Cheetah, der hat schon. Ach, wo ich mit den 19er News-Dinger da angefangen habe, da hat der Typ auch zwei Videos lang mitgemischt. So könnt ihr den LS17 wie LS19 aussehen lassen. Hab ich auch gesagt, komm, Junge, vergrab dich wieder, wo du hin, wo du herkommst. Come on. Also von daher. Der ist doch auch so ein Minecraft-Spieler, oder? War ein Minecraft-Dings, also auf Twitch noch relativ. Wie definierst du erfolgreich? Weißt du, auf Twitch hat er auf jeden Fall. Was sind das denn für E-Kräfte-Kanäle? Bäh! Also auf jeden Fall. Ja, gerade runter gehörst du auch dazu, Kappe. Und, hi. Ja, stimmt. Auf jeden Fall, keine Ahnung, ich kenne da zwei, drei Mann, die da ja auch in der Szene aktiv sind und den mit den Typen schon mal zu tun hatten. Hörst nicht viel Gutes, davon mal abgesehen. Also von daher, aber das... Dieses, wenn ich dich da unterbrechen darf, wie ich es immer tue, jetzt kommt das und da wollen alle irgendwie dann ihren... Ah, na klar, und die wir das da. Nur, um da die Klicks mitzunehmen und ihre Zuschauer zu verarschen, als wenn die das irgendwie toll finden würden oder sonst irgendwas. Aber das haben wir doch schon vor drei Monaten gesagt, dass das wieder passieren wird. Ekelhaft. Ja, es wird aber nicht besser, ich rieche mich trotzdem wieder auf. Ja, das ist halt so. Aber den habe ich jetzt vor ein paar Tagen entdeckt, weil ich gucke immer wieder mal bei Twitch rein, hier, Farming Simulator, und dann habe ich den gesehen und habe gedacht, Alter, das kann nicht sein. Hast du den auch gesehen? Bitte? Okay. Du hast den auch gesehen? Ich habe gesehen, dass er im Livestream ist. Ah ja. Mit dem provokanten Titel Road to LS19. Ja, wunderbar. Ja, moin. Ach, du hast es ja auch erzählt, ich will schon, dass du mich hören. Ja. So. Gar dein Rage. Aber das hat man ja, wie gesagt, schon beim 17er gesehen. Das würde beim 19er nicht anders sein, beziehungsweise krasser werden. Da kommen ein paar Typen um die Ecke, die du vorher noch nie Simulationsspiel gesehen hast. Die sehen aber, ein Hype, nehm ich mit. Da siehst du dann Kommentare im Chat wie, ey, kannst du mal das und das zeigen? John Deere, was ist denn das? Eine Modemarke? Ah, jetzt hab ich mir Fingernagel abgeknickt. Ist das? Solche Ischen kommen dann ja auch noch dazu, wo ich mir so denke, Junge. Einer, wo ich das sehr sympathisch fand, die das auch mal gemacht hat, die hat das so, sagen wir mal, auf Bayerisch gemacht. Das fand ich sehr unterhaltsam, aber da war ja wenigstens noch eine Idee dahinter. Aber das nur zu machen, um. Ne? Nee. Gott, ich bin Tiere. Ich habe auch den einen oder anderen YouTuber meiner Betreuung, die da jetzt auch voll einsteigen wollen in das LS-Game. Da habe ich auch gesagt, Leute, was ist denn eigentlich wirklich die Motivation dahinter, ne? Nicht so nach dem Motto, das ist meins oder so, oder unsers, aber überleg mal, wie das ankommt. Und das andere Schlimme, was ich da wieder finde, die Simulator-Dings ist ja toxisch, das ist halt leider so, wie da dann rumgeflammt wird und sich gegenseitig angefeindet, das ist auch nicht schön. Also da macht jemand ein Video, kennt sich halt nicht aus, möchte aber dann auch irgendwie zum Release da ein bisschen was machen und erzählt ein bisschen was. Und da sind halt ein paar Infos halt nicht so ganz hundertprozentig und schon wird der da richtig auch von Kollegen von uns, das finde ich halt wiederum nicht so schön, aber richtig zerflext. Ne? Das ist auch nicht die feine Englische, muss ich sagen. Kommt nur auf die Motivation an. Wenn ich sehe, dass jetzt einer... Na ja, doch, weil wenn ich jetzt sehe, dass Neid. Da... Meint? Nein. Neid. Ach, Neid. Neid. Es ist ein YouTuber, der hat, weiß ich nicht, 150.000 Abonnenten oder 200.000, irgendwie sowas. Und möchte jetzt zum LS, weil er sonst so Videos mit Tieren macht oder so, jetzt sage ich mal so salopp, möchte jetzt beim LS auch mit dabei sein und macht ein Video zum Thema Tiere im LS. Zack, kommt der Flame, ja, hier hochziehen, bla. Aber, guck mal, wenn ich zum Beispiel, früher habe ich ja sehr viel MMOs gespielt und dann kam, weiß ich nicht, Star Trek Online war eine Zeit im Hype, und ich bin Star Trek-Fan, ist doch klar, das ist ja auch Spiele. Ne? Genauso, wenn jemand irgendwie Spiele mit Tieren macht und dann kommt ein neues Spiel und es ist halt ein Simulator, ist ja gut. Natürlich hat der Bullshit erzählt im Video. Selbstverständlich. Aber da tue ich auch. Also bitte, so, von was reden wir hier? Man muss aber unterscheiden zwischen Leuten, die das wirklich machen, weil sie es machen wollen,
und Leuten, die das machen, weil die Kasse steht. Hm. Weiß nicht, ob das ziehen wird bei dem. Und ob das die einzige Motivation ist, wie ich vermute, dass du es unterstellst. Keine Ahnung. Nee, ich unterstelle gar nichts. Ich sag nur, da muss man unterscheiden. Wenn jemand das Spiel ernst nimmt, ey, kann doch jeder spielen. Ja. Bin sowieso nicht der, der sagt, du ja, du nein. Das sowieso nicht. Aber wenn man das Spiel nicht ernst nimmt, dann finde ich den Fehlerplatz. Ganz einfach. Und du weißt ja, oder ihr wisst ja auch, wie die Simulation immer belächelt wird. Aber kaum kommt ein neuer Teil raus, dann ist jeder mega gehypt drauf. Ja, aber Kanäle machen Product Placements dazu, die da gar nichts damit zu tun haben. Wir bekommen einen Arsch voller Geld gestellt. Ja. Und andere können ihre Krankenkasse nicht bezahlen. Naja. Aber das ist ein Thema. Ich habe es jetzt ist etwas ausgefranst. Ist richtig. Ja. Vor allem wird es immer wieder hochgewürgt und wieder dann runtergeschluckt. Meinst du, man sollte es hochwürgen und dann mal so richtig. Das Problem ist, das geht ja gar nicht von einer Partei aus, sondern die andere Partei bringt einem ja dazu, das hochzuwürgen. Das stimmt. Und natürlich regt man sich darüber auf. Mhm. Aber gut, umgekehrt wäre es jetzt aber anders. Was wäre denn zum Beispiel im Januar oder Februar erscheint der neue Anno-Teil? Ja. Ich habe nie Anno gezeigt auf dem Kanal. Ich werde zwar trotzdem spielen. Gilt dann für mich das Gleiche? Ja, das Ding ist ja, also ich versuche das jetzt mal einen Schritt zurückzugehen. Es schauen uns ja auch Leute zu hier bei den Videos ab und zu mal, die in der Branche unterwegs sind. Deswegen Gruß an euch. Ich weiß, dass im Moment in der Branche so dieses Ding ist, ja, wir wollen da auf Bling Bling machen. Ne? Das hatte ich ja auch bei uns intern ja auch schon mal angesprochen. Ne? Also geht es darum, man möchte einen YouTube-Star. Nehmen wir mal an, zum Beispiel der Dena, ja, der Dena macht eine Kooperation. Ich hab jetzt auch an Dena gedacht, Alter. Der Dena macht eine Kooperation mit einem Hardware-Hersteller. So, dann kriegt er auf das Video 1 Million Zuschauer. Die Firma zahlt dafür, weiß ich nicht, 80.000 oder so. Spottpreis. Und verkauft dann, kann man ja über die Tracking-Links sehen, hat da irgendwie 8.000 Klicks. So, unser einer hat eine Kooperation ja gehabt mit Deltatronic, einem lautlosen PC, und hat da mittel fünfstellige Aufrufe auf den Referenzlinks. Da frage ich mich, wie bescheuert muss man sein als BWL-Student, der im Marketing tätig ist, um für solche Stars, die zwar im Reporting toll aussehen, wenn man zur Chefetage, wo auch BWL-Leute rumsitzen, reportet, das da drin zu haben, aber in Wirklichkeit seinem eigenen Unternehmen zu schaden. Nämlich indem man Geld für nichts rauswirft. Und das Ding, das muss man in die Flasche kriegen. Nämlich, es gibt Agenturen da draußen, da geht es nur noch darum, dass die möglichst viel Umsatz machen. Das machen wir mit großen YouTubern. Und wenn man dann halt nur einen großen hat, statt 20 kleine, dann ist es auch weniger Aufwand und easy verdientes Geld. Diese Agentur steckt sich ja nochmal 50% locker in die Tasche. Leute, fallt doch nicht auf so einen Quatsch rein. Also das ist keine Ahnung. Sucht euch Netzwerke oder Agenturen, die ganz nah an den Talents sind, die kennen, die wissen, was die können, die in dem Bereich auch unterwegs sind oder nicht unterwegs sind, aber zumindest, die wissen doch dann, weiß ich nicht, hier, du willst neue Kuschelkissen vermarkten, dann gehst du zu Burning Gamers, weil da wird immer wieder erwähnt, was für geile Kuschelkissen die haben, und der Werner kann auch belegen, hier meine Kuschelkissen links und so, hier läuft. Ja? Aber da wird einfach, sagen wir mal, ja, Werner, deswegen, hallo, wer? Das Ding muss laufen. Wir können gleich ran. Versteht ihr, wie ich meine? Ja, aber ich brauche das nicht zu erzählen. Ja. Wenn ich diesen 6 Jahren YouTube ein was gelernt habe, ist das der Unterschied zwischen Business und Logik sehr weit auseinander liegt. Ja. Immer wieder aufs Neue. Wenn ich die Leute privat nicht gut kennen würde, würde ich ihnen einfach nur pausenlos auf die Schnauze haben. Naja, man kann es halt mit Beispielen, könnte man es halt untermauern. In diesem speziellen Fall, wo wir jetzt gerade so ein bisschen drauf uns bezogen haben, Grüße gehen ebenfalls raus, war es halt so, dass es vorher ein Beispiel gab, was halt sehr zu unseren Beweisungunsten gelaufen ist. Kein Wunder. Also, dass dann gesagt wird, naja, aber, ja, da also muss man auch dazu sagen, ganz fairerweise.
Aber die Grundannahme ist halt einfach falsch. So, und die Grundannahme zu sagen, ich kaufe mir möglichst große Reichweite ein, dann weiß ich nicht. Das muss halt passen. Ich hab ja auch Tendenz in meiner Betreuung, wo man sagen würde, das sind halt wirklich auch Megastars. Mega im Sinne von Millionenstars, die, wenn du mit denen zum Beispiel eine Hardware-Kampagne machst, dann weißt du genau, ja gut, dann kriegen wir so ein bisschen Geld da für die Videos und so weiter, aber verkaufen wir da nichts. Falsche Zielgruppe. Da geht es einfach nur darum, dass die Marken sagen wollen, wir haben mit dem und jenem mal zusammengearbeitet, aber verkaufen wollen die dann irgendwie nichts. Und das verstehe ich nicht. Wenn ich ein Unternehmen habe, wenn ich, weiß ich nicht, Fliesen verkaufen will, nur mal jetzt das irgendwie weit hergeholtes Beispiel, gehe ich ja auch nicht zu einer Firma, die sich ansonsten mit Schuhen befasst. Das ist ja Quatsch. Es ist also keine neue Zielgruppe und so. Naja. Heieiei, das war aber jetzt sehr theoretisch. Sind alle eingeschlafen. Was? Genau. Deswegen würde ich sagen, damit ihr weiter schlafen könnt, halten wir jetzt an die Klappe, indem wir einfach diese Folge beenden. Dann ist es nämlich ganz ruhig bei euch. Ihr könnt schlafen. Gute Nacht. Tschüss.